Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge Mist Survival. In der letzten Folge sind wir stehen geblieben. Was haben wir in der letzten Folge gemacht? Genau. Sachen hergestellt. 4, 2, 4. Wir brauchen wieder Ressourcen. Ganz besonders wollen wir endlich mal das Auto aufbauen. Das heißt, wir werden uns wieder auf die Suche begeben. Wir haben es 12 Uhr mittags, das heißt, wir können gut loslegen. Kurz das Inventar hier ausleeren. Das da rein, das da rein. Das da rein. Ja, ich habe eindeutig zu viel Mist im Inventar. So, wir werden nicht viel mitnehmen. Das, was wir hier haben und hier haben, reicht vollkommen aus, bis auf den Schokoriegel. Den lassen wir hier, dafür nehmen wir hier eine zweite Dose mit. Und ab geht's. Denn wir wollen ja hier unsere Blueprints fertig kriegen, wir wollen unser Auto fertig kriegen. Was fehlt uns da jetzt noch? Zwei Reifen, eine Batterie, eine Zündkerze. Ja, und wir brauchen Munition. Ohne Munition geht gar nichts. Und natürlich wollen wir auch irgendwann noch das Banditenlager infiltrieren. Ich denke mal, das bekommen wir alles noch hin. So, und die hatten wir ja schon reingeguckt. Leider Gottes sind die Türen bei jedem Auto wieder zugegangen, wo wir reingeguckt haben. Ja, das ist ein bisschen scheiße. Ich will aber nicht in die Autos jetzt nochmal reingucken müssen. Ja. Und da oben war auch irgendwo noch ein Hochstand, wenn mich nicht alles täuscht. Ihr seht, wir werden das Auto definitiv brauchen. Denn da sind die Banditen. Denn ich habe keine Lust, hier immer durch die Gegend zu rennen. Und, oh. Was haben wir hier? Nix. Okay, nix von Bedeutung. Da hinten steht ein Anhänger. Der ist uns erst einmal egal. Wir umrennen das Banditenlager. Was liegt hier? Ein Blatt. Wow. So, wir müssen wieder auf diesen schönen Teddybären aufpassen. Wo auch immer der sich gerade rumtreibt. Und wir wollten hier die Rückseite loopen. Genau. So. Wir nehmen trotzdem erstmal alles mit, was wir finden. Sicher ist sicher. Können wir jetzt im Nachhinein noch rauswerfen aus dem Inventar. Unten gibt es keine Tür mehr, die auf die Schnelle aufgeht. Hier oben ist noch offen. Oh, okay. Das ist gut. Das alte ist nämlich fast kaputt. Ja, komm, das können wir ja zur Not dann irgendwo anders verstauen, erst einmal. So, hier ist noch eine Tür offen. Stoff, her damit. Noch mehr Stoff. Ja, gut, läuft. Ich hätte gerne ein bisschen Munition für meine Waffe da, für mein Sturmgewehr. Ist hier noch eine offene Tür? Ja, hier hinten. Aber nichts wirklich Interessantes gibt's hier. Gut. Dann gehen wir wieder nach vorne.
So, und die Autos hat man schon reingeguckt. Ja. Gut. Gibt es noch LKWs und das war's. Da vorne waren wir schon überall drin. Ne? So, hier müssen wir jetzt auf den Teddybären aufpassen. Keine Lust, dass der uns angreift. Ah, hier haben wir eine Tank. Scheiße, da vorne läuft er sogar. Hey, wie ist der? What the fuck? Wie ist der bis dahin gekommen? Egal. Hier hat man ja das. Den Reifen. Der wird mitgenommen. Instant. Metallschrott sowieso. Wow, eine Workbench. Ja. Leer. Oh, Hammer. Können wir auch immer gut gebrauchen. Klebeband sowieso. Streichhölzer erstmal nicht. Da haben wir. Lol, wir haben einen Eimer. Was liegt hier? Ein Zahnrad. Das nehmen wir dankend an. So, wo ist der Bär? Da hinten läuft er. Ganz schnell hier rein. Swing Kit, was das auch immer sein soll. Okay, wir sind voll. Ah, wir können sowieso mal hier kurz was essen. Genau, Stamina lädt sich auch auf. Das ist sehr gut. So, das da brauchen wir erst einmal nicht. Das auch nicht. Das nehmen wir wieder mit. Blatt brauchen wir nicht. Hier hatten wir noch was. Und hier hinten. Das Lebensmittel bleiben erst einmal. Okay, Stoff sind wir schon wieder voll. Hier haben wir noch Klebeband. Und einen Komponentendings. So, wo ist der Bär? Ach du Scheiße! What the fuck? Das Vieh hat mich gesehen. Wie das? Scheiße! Da läuft er wieder. Oh, schnell weg. Ganz schnell weg. Auf das Vieh habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Oh, nee. Ohne Munition geht hier nämlich gar nichts. Ah, hier haben wir noch was. Da unten ist nur ein See. Soweit ich jetzt gesehen habe. Hier, Benzin abzapfen. Das dauert immer so ein kleines bisschen. Und da haben wir doch schon eine an. Ja. Aber das werden wir trotzdem mitnehmen. Die Streichhölzer lassen wir erstmal hier. Und die Flaschen. Das nehmen wir natürlich mit. Hier ist wieder ein Auto zum Aufbauen. Sehr schön. Metallschrott, Komponenten müssten wir jetzt auch erstmal voll sein, ja. Oh Gott, jetzt gucken wir mal kurz hier drinnen nach. Oh, Schränke, das bedeutet immer was Gutes. 9 mm brauchen wir erst einmal nicht. Aber die Axt. Lassen wir die Bretter erst einmal hier. Yep. Das war zu erwarten. Mehr gibt's hier aber erst einmal nicht zum Looten. Schade. Und da unten ist noch was.
Nee, da waren wir tatsächlich noch nicht. Das ist sehr gut. Hier irgendwas Wichtiges, Interessantes. Flaschen, die brauchen wir erst einmal nicht. Okay. Ja, das können wir noch aufnehmen. Klebeband passt auch noch ins Inventar rein. Nee, das nehmen wir erstmal nicht mit. So, da oben ist noch eine Tür. Oh, hier ist Munition. Rifle-Armor. Bretter weg. Mitnehmen. Wie viel Schuss? Hallo? 4 Schuss, mehr nicht. Ja, gut. Die Bretter lassen wir jetzt hier liegen. Die brauchen wir nicht wirklich erst einmal. Und hier gibt es Batterien und Getränke. Ja, die nehmen wir auch erst einmal nicht mit. Auf die Schnelle sehe ich jetzt hier auch kein Auto mehr. Also müssten wir doch da vorne die Autos looten, ne? Shit. Oder gibt es hier unten noch was? Das Holzfällerlager. Da will ich jetzt aber auch nicht wirklich noch hinrennen. Wie sieht's denn aus? So, das. Ich hab Durst. Hier, komm, wir machen noch einen Slot frei. Machen wir das so. Was hatte ich gesagt? Ich brauche eine Batterie, Zündkerzen und 2 Reifen. Wenn wir mal Glück haben und dort vorne noch was finden, haben wir echt, ja, mehr Schwein als Verstand. Aber mich nervt der Bär, der muss weg. Scheiße. Da hinten ist noch ein Wohnwagenviertel, so wie es aussieht. Da könnte man ja auch hingehen. Haben wir hier schon reingeguckt? Nee. Metallschrott wird auf jeden Fall benötigt. So, einmal abzapfen. So, da wäre noch ein Auto. Aber ich sehe den Bär schon wieder nicht. Das gefällt mir überhaupt nicht. Und die Zeit vergeht in Game. Okay. Also hier schaffen wir es hin. Das ist sehr gut. Okay, die Axt lassen wir erst einmal. Die ist jetzt nicht so wichtig. Wir haben erst einmal genug. Und wie uns ist aufgefallen, wenn wir in die Scheißhäuser gucken. Denn irgendwie ist dort immer was drin. Oh, ich muss aufpassen, dass hier was um die Ecke gerannt kommt. Komponenten waren wir voll. Gut, dann lassen wir das erste Mal liegen.
Stoff brauchen wir auch erstmal nicht. Rifle Ammo, sehr schön. Leere Flasche brauchen wir auch erstmal nicht. Ist das? Oh, ich dachte, das wäre ein Rucksack gewesen. Gleich nochmal zwei extra Slots wäre nicht schlecht gewesen. Hier ist Essen, da ist Essen. Gut, das lass mal. Scheiße. Wo pümmelt der jetzt rum? Einfach nur die Autos looten, ne? Ja, wir müssen ja auch nicht unbedingt jedes Auto abzapfen. Ja, fast 15 Liter, ich denke mal, das wird reichen, ne? Wo ist der Kackbär? Ich hab richtig Panik, dass der gerade um die Ecke kommt. Gut, an Benzin denke ich mal, das muss erst einmal reichen fürs Erste. Da ist noch Auto zum Looten. Erstmal ganz schön ein Bild hier angefertigt. Ui, Zündkerzen. Komm, mach schneller. Dann können wir das hier auch noch schon rausholen. Wir haben Zündkerzen, läuft. Rifle Armor. Ganz schnell nachladen. 10 Schuss, ich denke mal, das wird für so einen verkackten Bär ausreichen, ne? Den Rest lassen wir erstmal drinnen. So, dann begeben wir uns jetzt ganz vorsichtig zurück. In der Hoffnung, dass hier kein Bär rumstreunt. Beziehungsweise wir werden in der nächsten Folge zurückrennen. Denn das war's wieder mal von Mist Survival. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Tschüss.